FC Bayern gegen VfL Wolfsburg. Das Duell der aktuell besten deutschen Mannschaften. Ihr wisst ja, wie man sagt. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Leider muss ich sagen, das hat sie. Alles Wichtige zum Spiel, jetzt. Also let's go. Der FC Bayern hat unsere Wölfin auf dem heimischen Campus mit 1:0 besiegt. Damit avanciert er nun zum ersten Mal in dieser Spielzeit zum Tabellenführer. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Mannschaft hat sich das durch ihre Leistung und die Kontinuität der letzten Wochen verdient. Leider nicht gut. Meiner Meinung nach wurde das Spiel bereits in den ersten 45 Minuten verloren. Die Mannschaft von Tommy Stroth kam in den ersten 45 Minuten schlichtweg nicht mit der Taktik der Bayern-Spielerin klar. Die Münchnerinnen haben es einfach gut hinbekommen, die ballführenden Spielerinnen in der Mitte so energisch unter Druck zu setzen, dass die Mitte im Prinzip kaum bespielbar war. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Kreativspielerinnen der Wölfinnen, Oberdorf, Lattwein und aber auch Ward, eben nicht ins Spiel eingebunden werden konnten und im Prinzip keine Möglichkeit hatten, das Spiel zu lenken. Pop hat wie häufig auf Linksaußen gespielt. Dies ist eine Position, wo sie meiner Meinung nach ihre Qualitäten nicht auf den Platz bringen kann. Die Münchnerinnen hatten sie auch weitestgehend unter Kontrolle. Hinzu kommt, dass das Umschaltspiel der Wölfinnen, was eigentlich eine große Stärke dieser Mannschaft ist, nicht gut funktioniert hat. Nach allem, was ich bisher von Fans gelesen oder gehört habe, scheinen sich die Fans einig zu sein. Die Aufstellung war für dieses Spiel nicht optimal gewählt. Bei diesen beiden Tweets beispielsweise waren sich zwei Wölfinnen-Fans einig, dass die aufgebotene Elf gegen PSG schon nicht funktioniert und harmoniert hat und dass die Aufstellung derzeit leistungstechnisch gesehen nicht die beste Elf widerspiegelt. Dies kann als Fan natürlich nur anhand dessen bewertet werden, was auf dem Spielfeld gezeigt wird. Allerdings möchte ich der Message dieser Tweets recht geben. Mir persönlich leuchtet es nicht ein, warum Ward und Eva Pajor wieder in der Startelf standen. Es sind beides verdiente Spielerinnen, keine Frage. Allerdings anhand der gezeigten Leistungen in den letzten Wochen würde ich aktuell andere Spielerinnen vorziehen. Dadurch, dass Eva Pajor zum Beispiel in der Sturmspitze aufgestellt war, musste Poppy auf links außen ausweichen. Und damit wurde sie über weite Strecken des Spiels fast gänzlich rausgenommen. Seit der Verletzung läuft auch Jill Roth leider ihrer Form hinterher. Bei allem Respekt und bei allem Können, das sie aufweist, hätte ich sie heute gegen Bayern nicht von Anfang an gebracht. Rein aufgrund der Leistungen in den letzten Wochen hätte ich Voldem auf Brand, Jons Dottir oder Wasmut gesetzt. Mit Poppy in der Mitte auf der 10 oder sogar der 11 und flankiert von Brandt, Jons Dottir, Hut oder Wasmut, je nachdem, wen man aufstellt, hätte man der besten Verteidigung der Liga sicher besser zusetzen können. In der zweiten Hälfte haben wir ein ganz anderes und viel besseres Spiel der Wölfinnen gesehen. Durch die taktische Umstellung auf ein 4-4-2 wurde das Spiel gleich ein anderes. Poppy und Eva Pajor beispielsweise hatten ganz andere Räume, aber auch die zentralen Positionen konnten sowohl defensiv als auch offensiv besser bespielt werden. Dennoch darf man nicht auf die Idee kommen, dass die gesamte zweite Hälfte an die Wölfinnen ging. Denn die Münchnerinnen, diese hatten sehr viele gute Vorstöße, offensive Vorstöße, die dann zu guten Abschlusssituationen geführt haben. Nur eine hatte etwas dagegen, Merle Frohms. Wer eine Zusammenfassung dieses Spiels schaut, der sieht zur 50% nur Merle Frohms, wie sie den Wölfinnen den rettet. Sie hat so viele starke Paraden an den Tag gelegt und damit vor allem den Wölfinnen das Unentschieden bewahrt. Letztlich hat ein Elfmeter dieses Topspiel entschieden. Nach einem aus meiner Sicht vertretbaren Handelfmeter gingen die Bayern-Spielerinnen durch Stanway in Führung. Die Wölfinnen hatten nach einigen offensiven Auswechslungen zwar noch einige Gelegenheiten, doch haben das Spiel letztlich nicht mehr drehen können. Wenn man nur das Ergebnis betrachtet, hätten die Bayern-Spieler sicherlich ein, zwei Tore mehr schießen können. Nur eine, und das habe ich ja schon gesagt, hatte etwas dagegen. Merle Frohms. Durch ihre zahlreichen Rettungsaktionen ist sie damit ohne Zweifel die echte Wölfin des Tages. Fazit. In Summe hat die Mannschaft des FC Bayern dieses Topspiel verdienterweise gewonnen. Sie haben offensiv Nadelstiche gesetzt, haben sich das Tor in der Konsequenz erzwungen und haben vor allem defensiv unter Beweis gestellt, warum sie die beste Verteidigung der Liga stellen. Man kann es nicht anders sagen, doch es war ein starkes Spiel des neuen Tabellenprimus. Was war für mich entscheidend, dass die Wölfinnen verloren haben? Wie bereits gesagt, für mich war ein Teil des Problems heute die Aufstellung. Zum einen haben Spielerinnen gespielt, die leistungstechnisch nicht auf der Höhe sind. Zum anderen haben einige, die von der Leistungskurve nach oben zeigen, nicht von Anfang an spielen dürfen. Hinzu kam aber auch, dass die Wölfinnen als gesamtes Team nicht die Leistung auf dem Rasen gebracht haben, die sie sonst
in solchen Topspielen bringen. Dann hoffe ich sehr, dass unsere Wölfinnen die Niederlage abschütteln können und den Fokus voll auf die nächsten Wochen und vor allem jetzt erstmal PSG richten können. Nun müssen unsere Wölfinnen leider auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen. Doch ganz ehrlich, jetzt sind die Münchnerinnen die Gejagten. Und sie wissen ganz genau, sie haben jetzt hungrige Wölfinnen im Nacken. So, lasst uns die Tabellenführung wiederholen. Und nicht vergessen, Freunde, in der nächsten Woche steht schon der Champions League Rückspielkracher VfL Wolfsburg gegen PSG an. Schaut euch doch nochmal vor dem Rückspiel die Zusammenfassung des Hinspiels an. Diese verlinke ich euch dort. Und einfach hier klicken, um meinen Kanal zu abonnieren. Stay tuned, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.